Buenas noches, Kameraden, und herzlich willkommen zum vierten Advent-Special. Heute mit mir in Sims hier. Und ja, dann laber doch mal entlang und fang schon mal an. Und halt, das ist die falsche. Hier wollen wir hin. Unser Haushalt ist hier. Die Gräbers. Genau. Hier. Könnte heute etwas ruhiger werden, weil, wie gesagt, ich eben hier bloß dran bin. Aber ich denke mal, das kriegt man hin. Ein etwas gemütlicheres viertes Advent-Special. Spielen. What the fuck? Okay. Wo zum Teufel sind wir hier? Was geht denn hier ab? Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier abgeht. Und zwar mal überhaupt nicht. Ist das jetzt unser Haus oder? Na komm, besuchen wir einfach mal die Bar, komm. Ich lieber besuchen mit, genau, mit Zoe. Passt. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe jetzt eigentlich was anderes erwartet. Aber okay. Ich denke mir dabei jetzt einfach mal nichts und mach das jetzt einfach mal so, wie es hier so ist und so. Aha. Jeps. Das macht gerade echt keinen Sinn für mich irgendwie, dass wir plötzlich hier sind. Ich wollte eigentlich in denen ihrem ursprünglichen Zuhause was machen, aber okay. Die wollen anscheinend das nicht, also gönnen wir uns doch mal. Na, ja, mal ein Getränk für sie bestellen. Wen es interessieren sollte, ich habe mir zwei neue DLCs dazu geholt. Also Sims 4 spielt schon etwas länger. Und ich habe jetzt hier zwei neue DLCs noch mir gegönnt. Einmal das Freundschafts-DLC, weiß jetzt nicht genau wie es heißt. Irgendwas mit Freundschaft. Wo man eben Gruppen erstellen kann und so Zeug. Das sieht man hier unten. Und eben noch das an die Arbeits-DLC. Also schauen wir, was das wird. Also auf jeden Fall auch schon wieder viel los. Dem los. Können wir uns mit dem bisschen hier. Laber mal mit dem hier. Dayola Schmitz. So, so. Im Busch, Baby, machen, what the fuck? Alles klar. Das muss auch erstmal irgendwie machen, so. Oh, der steht da ordentlich da und muss Getränke auszahlen, ne? Wie so ein Gestörter. Und geht ganz schön ab.
Arschkurm! Hier ist ordentlich was los, ey! Das ist der Wahnsinn! Der Typ ist ja schön am Mixen, eine gute Unterhaltung haben wir. Optimal. Ja, das Mixen hat er drauf. Geld haben wir auch eigentlich genug hier. 1294. Dann müssen wir eigentlich wieder auf die Arbeit. Zwei Tage bis zur Arbeit. Ah, wir haben Wochenende. Perfekt. Können wir ein bisschen chillen. Und mit denen ein bisschen labern hier. Lol, und plötzlich stehen wir. Cool. Wie habe ich das jetzt geschafft, mit dir zu stehen? Und aha, macht mal wieder keinen Sinn hier. Oh, Lama, Jenga oder was? Lama Jenga, immer cool. Ach, der ist anscheinend nach Hause gegangen. Hm, wer ist das? Die ist Mixerin. Ah, jetzt kommt die noch dazu. Oh, bist du scheiße. LOL. Wie schnell sie das hingekriegt hat, das Ding zu bauen. Wohin geht er jetzt? Ach, muss man auf Klo. Komm, das dauert uns bis auf Klo. Und hier dort Hände waschen. Und mit der ein bisschen labern, ein bisschen du. Cool. Er läuft durch die Wand. Läuft bei dem. Sehr interessant hier. Okay, jetzt wollte ich bei euch eigentlich einmal das Haus zeigen, wo die wohnen, die zwei. Ich kam, warum wir plötzlich hier gelandet sind, echt. Das macht... In den Newcrest waren wir nicht, Willows Creek waren wir doch, oder? Ja genau, und hier ist doch hier das Hütchen. Wollen wir nach Hause gehen mit ihr, zack. Nein, ja. Jawohl, Mauerblümchen, Hügel. Ja, jetzt sind wir wieder at home. Gleich mal schauen, was die Pflanzen machen. Okay, seit wann habe ich hier eine Lama-Pflanze? Von der weiß ich ja schon mal gar nichts. Das ist schon mal interessant. Und es scheinen ein paar Pflanzen verreckt zu sein. Ach, schon mal alles jäten. Und dann düngen. Mein Kochbananenbaum, der ist auch cool. Ja, Yeti. Macht das jetzt bei allen? Sonst hat er es nur bei allen gemacht. Macht die Anna da. Ja, lol. Wir haben Müll im Haus und die tanzt da drin rum. Läuft bei der. Solange es dir Spaß macht. Hab ich nichts dagegen. Was hat er jetzt vor? Ah, mit Zoe plaudern. Ja, jetzt hätte da alles, genau. Auch wenn da nichts ist. Wir hatten ja mal mehrere Erdbeersträuche. Aber die scheinen... Habe ich noch was im Inventar? Erdbeeren. Wie kommt man die setzen? Ich weiß bloß nicht mehr, wenn wir mal düngen. Mal schauen, was jetzt passiert, wenn ich Erdbeer düngen.
Düngen mit Erdbeeren oder was? Eine Erdbeerpflanze mit Erdbeeren düngen, das ist irgendwie. User komisch. Joined your channel. Sorry. User left your channel. Ja, und das war der Thomas. Da ist er wohl zu unserem Channel gerutscht. Okay. Soll vorkommen. Das nehme ich ihm jetzt nicht übel oder so. So, mal schauen, was bei ihr so abgeht. Wir können nochmal den Müll aufräumen, in dem wir gespielt haben. Wenn wir übel viel... Okay, wir sollten den Müll echt mal wegwerfen. Was machen denn die Haustierchen? Leben die beide noch? Der Fisch lebt noch. Horst von Worst und unser Fröschchen auch noch. Läuft. Hat sie den Müll jetzt weggeräumt? Oh, toll. Guck dir das an. Guck dir das an. Ersetzen, kostet mir 60. Nix, repariert wird. Du bist ein Mann, repariere das. Nix Buch lesen hier. Nö, nö, nö. Das Buch wird erstmal hier. Was Lukas Dark und die immer unwahrscheinlichere werdende Reihe von Zufällen. Hört sich lustig an, komm, lest es mal. Jawohl, der tut hier schön ein bisschen rumhantieren. Perfekt. Weiß nicht, ob das schon immer so war, dass sie das so angesetzt haben. Ich war da manchmal immer da oben an dem Hahn was rumgedreht. Aber jetzt mitten im Becken so, auch lustig. Ach, wisch mal gleich die Sauerei auf, wenn das hier nur einer das Genick bricht. Ach, leicht müde. Na gut, guck mal auf die Uhr, ne? 1:50 oder so. Ist der bald mal fertig? Der braucht ja ewig. Dim, 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 dim. Anstatt dass du liest, macht sie irgendeinen Scheißdreck mit dem Buch. Oh, wie cool ist die denn? Oh Mann, ey. Schon witzig. Jawohl, er ist fertig. Teile plündern, weil wir brauchen Teile. Können wir die Sachen verbessern und dann werden die voll krass. Jawohl, so. Du musst gleich noch aufwischen. Und das aufwischen. Tja, wenn der mit dem Buch läuft. Hopp, der mag's auch noch weg, dann können wir schon mal. Was unwohl? Warum ist er denn unwohl? Aua, wegen Reparatur. Aua, Finger eingeklemmt. Oh, das tut weh. Kann sie ihn vielleicht ein bisschen trösten? Die ist verspielt, ey. Da ist schon wieder Dreck. Wieso liegt da noch Dreck? Hör mal auf, das Buch jetzt zu lesen. Wieso liegt da noch Dreck? Verstehe ich nicht. Die setzen sich, das finde ich auch lustig, die setzen sich erst hin, legen das Buch hin und dann stehen sie wieder auf. Warum? Ah, das hat was gebracht. Bam. Läuft. Dum. Nahara. Beppa. Charfin. Yaski. Watanini. Shof Bikapa. Quar. Vopasa. Bayenfa. Yefka Bumzoi. Sistum. Wie schön, die immer wieder in der Rede. Immer diese Sim-Sprache, die davon hätte ich gerne mal Wörterbuch, um das mal zu übersetzen. Komm, wir gehen jetzt mal Nachbartrollen, komm. Komm mal hier.
Nee, warte mal. Geh mal hier. Hier hingehen. Jetzt gehen wir mal den Nachbarn trollen. Wir gehen jetzt die Nachbarn trollen, Nachbarn trollen, Nachbarn trollen, wir gehen jetzt die Nachbarn trollen, Nachbarn trollen. Ich kann auch wieder wohnen. Die Leerkreuzer besuchen. Ne, machen wir mal alleine. Zack. Chlorwasser, der Bauwurst. Aha. Die knarrende Hütte. Kreuz. An Tür klopfen. Mal schauen, ob jemand daheim ist. Sieht er irgendwie nicht so nach aus. Doch, ich sehe schon. Ich sehe dich. Mach auf, ich sehe euch. Ja, du Welk. Genau. Niba Hana Ufrim. Flizza. Vapen. Abusharb. Mit dir los. Jetzt wird erstmal fett über Problem beschwert. Ich habe ein Problem mit dir. Und du hast Essen gemacht. Das esse ich jetzt, haha. Das esse ich jetzt, so. Du hast es mir gemacht, danke. Oh, ein Käse-Sandwich, lol. Was war das für ein Bug? Komm schon, friss jetzt das Käse-Sandwich. Friss oder stirb. Jawohl. Ah, der Karate-Move, ey. Ah, jetzt muss ich den Joghurt essen mit den Erdbeeren. Für Vegetarier geeignet. Für Vegetarier geeignet. Für Vegetarier geeignet. Hergestellt von, hergestellt von. Kreuz. Sind das Lesben? Leerkreuz? Die sind bestimmt lesbisch. Ja, wir haben lesbische Nachbarn. Wie cool. Ich denke mal, das ist sowas. Dann fressen wir uns mal voll und dann schauen wir mal, was wir noch für Nachbarn haben. Ich habe die bis jetzt ehrlich gesagt noch nie besucht, die ganzen Nachbarn, wo ich habe. Ich habe ja nicht so viele. Die können wir besuchen, die haben einen Garten, da kann ich ein bisschen im Garten rumhusteln. Cool, die spülen, hockt sich aufs Klo. Hm, da hat jemand nicht gespült. Winke, winke. Den nehme ich mit. Gehört jetzt mir. Auf zu den Nachbarn. Wir gehen zu den Nachbarn. Um sie zu ärgern. Nee, ich gehe jetzt zum Pinkeln. Ich klopfe jetzt an und frage, ob ich pinkeln darf. Ich muss mal. So, wir gehen da wieder allein hin, wir brauchen da keinen dazu. Wir sind alt genug, um selber zu reisen. Diese Ratschläge sind auch nicht schlecht, manchmal. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, irgendwas gekauft und dann hier Rockparty mit den Sims gemacht. Ach, guck mal, wer hier. Und die hier? Keine Ahnung. Mal an der Tür klopfen hier, einen Klopfstreich machen. Ach, die geht da auch hin, gucken wir mal an. So lustig, die wohnt hier. Ach, guck mal, die wohnt hier. Heißt die auch Lee? Holiday. Kennen wir uns? Erstmal vorstellen. Hallo. Darf ich mal bei der Piesel gehen? Ja, ne? Okay, gut. Und die Klo da. Wir müssen echt mal fett auf Klo. Die hat aber auch eine schöne Wohnung hier. Fette Bar. Scheint der hier irgendwie der Kumpel zu sein, der sich auf... Ja, hey, der ist wieder bei den schmutzigen Sims-Chat. Guck dir das an.
Der schreibt wieder schmutzige Sachen, ja, ja, da galt er sich schon dran auf. Das hört man. Da steht er drauf, so, ja. Schnurr oder so. Also von daher. Dann fangen wir mal einen Streit mit dem an, komm. Grob vorstellen, dem gebe ich eine. Den will ich nicht mögen. Los, pinkel schneller. Brauchst du Ewigkeiten, die haben alle keine Treppe. Die alle kein Obergeschoss haben. Schwenke, Fallpaste. Komm schon. Wasch dir die Hände. Und jetzt geht's auf die Backen. Jetzt ist er glücklich, gleich nichts mehr. Das ist auch dir dein Tag. Mehr Unfug. Zu falscher Party einladen, ja ha ha ha. Den trollen wir jetzt bis zum Gehen nichts mehr. Garten beleidigen. Dein Garten ist scheiße, Mann, das ist besser. Bei dem Vector noch gar nichts. Guck dir das mal an. Voller Scheiß. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Deine Mama ist Lama. Haus beleidigen, dein Haus ist scheiße. Meins ist besser. Was, Getränk werfen? Cool. Kann ich denen das an den Kopf werfen oder was? So, stirb, Hurensohn. Komm schon. Gib ihm meine mit. Jetzt kommt die auch noch dazu. Los. Anbrüllen. Über andere sind lästern. Über wen lässt er mal? Komm, nee, nicht über die. Kommt der Barkeeper, das ist eh ein Snob. So, so. Defunetwe? Vermoid. Kabuni. Benur. Bibesa. Glaffy. Flazzle. Washupaza. Oh, beanspruchen. Jetzt meins. Ich nimm dir alles weg. Das ist mein Bett. Oh, schlafen. So, ich rate das erstmal bei euch. Und tschüss. Ich denke mal, das war's dann auch schon. 20 Minuten so ungefähr werden jetzt mal reichen. Für ein kleines Sim-Special. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst es mich doch wissen. Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer. Kommentiert, was das Zeug hält. Und hoffentlich sieht man sich vielleicht mal wieder in Sims. Ja. Und damit macht's gut und einen schönen Advent noch. Tschüssi!